Willkommen zurück zu Turins Passage. Wir sind auf Tenebrus angelangt. Lucentia ist endlich in der gleichen Welt wie wir. Denn sie hat Drip nach uns geschickt, wie wir schon erfahren haben. Auch wenn der Richter sagt, sie wäre angeblich nicht in dieser Welt. Sie muss hier ja irgendwo sein. Leider wurde Bugel entführt und unser Inventar ist komplett weg. Naja. Ah, was ist denn hier los? Schön, ich wollte eigentlich die Sonnenblume anklicken. Komm zurück. Das ist aber auch schön. Da können wir scheinbar gerade noch nicht so viel mitmachen. Das lassen wir mal sein. Was haben wir hier drüben? Da ist eine tote Blüte mit langem Stängel an dieser Pinselpflanze. Es macht sicherlich niemandem etwas aus, wenn ich sie beschneide. Das würde ich nicht tun, Thorin. Gleich kommt wieder der Polizist und nimmt dich wieder fest. Ja, genau. Mach einfach kaputt. Ich glaube, du hängst nicht sehr in deinem Leben, Kollege. Ja gut, wir haben eine Pinselpflanze erhalten. Schön. Das ist das Gericht und Gefängnis. Dahin gehe ich nicht zurück. Praktisch, dass wir direkt neben Gericht und Gefängnis gelandet sind. Huh. Verzeihung. Ja? Oh, du bist es. Frau Pflanze, hi. Könntest du mir helfen? Dir helfen? Das glaube ich kaum. Nach dem, was du und dein Begleiter meinen Freunden da drüben angetan habt. Harumpf! Aber ich wollte euch nicht wehtun. Ich wusste nicht, dass man Pflanzen wehtun kann. Ich wusste auch nicht, dass Pflanzen reden können. Naja, nicht alle, nur ganz besondere Pflanzen, musst du wissen. Ich hatte gleich den Eindruck, dass du etwas Besonderes bist. Nun, ja, ich... was möchtest du, junger Mann? Das war ja einfach... Oh, du hast meine Freunde getötet. Ich habe den ganzen Planeten nach einer bösen Zauberin namens Lucentia abgesucht. Hast du schon einmal von ihr gehört? Ein Kompliment löst alles. Tier, Gemüse oder Mineral? Bitte? Oh, Tier, würde ich sagen. Das wäre das Nächste. Spielt keine Rolle. Nie von ihr gehört. Aber das heißt nicht, dass sie nicht vielleicht in der Nähe lebt. Ich komme nicht viel herum. Bin hier verwurzelt, weißt du. Du brauchst mal einen portablen Topf. Gibt es jemanden hier in Tenebrus, der mir helfen könnte? Nun, mal sehen. Weißt du, es gibt da diesen komischen Vogel, der immer Audiokristalle aufnimmt. Audiokristalle, ah ja. Oh, ein Vogel? Wie heißt er? Wo kann ich ihn finden? Nein, er ist kein richtiger Vogel. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Weiß nicht, ob ich ihn je gehört habe. Er ist vielleicht unten im Amphitheater. Da treibt er sich viel herum und macht Aufnahmen mit Talenten. Vielen, vielen Dank. Wie komme ich zum Amphitheater? Gar nicht, garantiert. Oh, von hier aus kommst du dann nicht. Na sowas. Wird da vielleicht ein Rätsel zwischenliegen oder sowas? Aber das Theater, in welcher Richtung liegt es? Es ist jenseits des glitschigen Abhangs. Da kommst du nie rüber. Jedenfalls nicht ohne etwas Hilfe. Hilfe? Oh, könntest du? Ich wäre dir ewig dankbar. Nein, wärst du nicht. Das ist nur ein Klischee. Nur so dahergesagt. Da hast du recht. Aber vielleicht können wir eine Abmachung treffen. Was du willst, sag nur. Siehst du meine Freunde da unten? Diese lästigen Chamäleon-Seidenraupen wüten wie die Pest unter ihren Blättern. Chamäleon-Seidenraupen, bitte was? Na, wer von uns beiden benutzt jetzt die Klischees? Was? Wie dem auch sei. Falls du die Seidenraupen aufhalten kannst, werde ich das Gras überreden, dir über den rutschigen Abhang zu helfen. Also das Gras kann mit uns reden? Ist das auch eine besondere Pflanze? Ja, okay, also wir müssen die Chamäleon-Seidenraupen dort, die wir schon gesehen haben, irgendwie loswerden. Hey, komm zurück! Also wir müssen entweder schnell genug klicken oder pinseln? Pinseln hilft auch nicht. Hey, komm zurück! Scheint doch keine Reaktion zu sein wie bei Zenti. Bei Zenti kam ja immer eine andere Reaktion, wenn wir Zenti versucht haben zu fangen.
Aber okay, dann werden wir irgendein Werkzeug brauchen, um die zu bekommen. Da ist erstmal noch ein Baum mit Gesicht. Sag mal, Gras, würdest du mir sagen, wo ich sicher auftreten kann? Auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Fieses Gras. Wie wär's, wenn wir einfach rüberklettern? Boah, das ist wirklich glatt. Ja, und tschüss, Thorin. Du brauchst ein paar Freunde hier. Ja, ein Grasbüschel zum Beispiel. Der Stamm dieses Baums ist mit einer sehr klebrigen Substanz bedeckt. Harz? Hi. Hey, hör auf mich zu pieksen. Pieks, pieks. Oh, du kannst sprechen. Warum bin ich eigentlich überrascht? Keine Ahnung. Kann ich das, aber was nützt es mir? Keiner hört zu. Oh Gott, das sieht nach einem sehr emotional geladenen Baum aus. Nicht gerade bedrückt, aber manchmal werde ich etwas sentimental. Oh, ich glaube, das sind wir alle bisweilen. Ja, aber wenn du so gute Wurzeln geschlagen hast wie ich, dann lassen dich alte Erinnerungen nicht los. Aha. Warum versuchst du es nicht einmal mit etwas Neuem? Weil er hier verwurzelt ist? Weißt du, ich kann nicht einfach abhauen. Ich sitze hier fest mit einem Haufen alter Erinnerungen. Was führt dich hierher, auf der Suche nach jemandem, den du ärgern kannst? Ja, wir könnten dich zum Beispiel versuchen, mit diesem Pinsel hier zu kitzeln. Moment! Da ist etwas Harz an dem Baum, aber nicht genug. Noch nicht. Noch nicht? Willst du mir sagen, dass wir den Baum verletzen müssen, damit wir an das Harz drankommen, oder was? Ich suche nach meinen Eltern. Ich glaube, sie wurden von Lucentia entführt, einer bösen Zauberin, die angeblich aus dieser Gegend stammt. Kannst du mir helfen? Hast du von ihnen gehört? Du hast deine Eltern verloren? Ich auch. Ich wurde nach der Geburt umgepflanzt. Weißt du, mein Vater wurde im Sommer seines Lebens abgehakt von einem Kerl, der einen Wolf verfolgte. Und Mama, sie stürzte im Wald und keiner hörte es. Das ist so doof. Ja, jetzt scheinen wir ihn genug verletzt zu haben. Das sieht doch nach Harz aus. Entschuldigung, macht es dir etwas aus, wenn ich mir etwas Harz ausborge? Aber nein, mach nur. Benutz mich. Jeder tut das. Ich hoffe nur, dass irgendjemand, irgendwo, irgendwann, irgendeine Möglichkeit findet, irgendetwas aus uns Bäumen zu machen. Habt ab. Dann können sie uns alle umhacken. Oh, was ist, wenn jemand Telegrafenmasten erfindet? So doof. Ja, jetzt aber... Juhu, wir haben Harz an einem Pinsel. Perfekt. Was braucht man mehr, um Chamäleon-Seidenraupen einzufangen, hier unten an der Sonnenblume? So, dann pinseln wir doch einfach mal die Blätter ein, damit die blöden Viecher darauf kleben bleiben. Aha. Ha, hab ich dich. Ist zwar jetzt ein bisschen klebrig hier geworden auf den Blättern, aber ich denke mal, Harz wird denen hier schon nichts ausmachen. Ja, perfekt. So, die Dame. Ich hab's geschafft. Die Seidenraupen sind kein Problem mehr. Aber haben sie nicht eine etwas komische Farbe? Oh, die kleinen Kerle produzieren Seide in jeder Farbe. Setze sie auf ein Bild, dann machen sie eine Kopie für dich und in Seide. Verschwende sie aber nicht und lass sie bitte nicht hier fallen. Einverstanden? Klingt nützlich. Verdammt nützlich sogar. Naja. Seidenrauben. Schauen wir mal. Ja. Angeblich irgendwie Chamäleon verwandt. Die Seidenraupen sind kein. Gleicher Dialog. War es das jetzt? Also scheinbar haben wir ihre Hilfe jetzt rekrutiert. Ich dachte, sie sagt uns jetzt vielleicht irgendwas über das Gras oder so. Sieht aber nicht so aus. Ach, wir reden nochmal mit Emo-Baum. Das tut mir aber leid. Schon gut. Ich habe dir doch gesagt, dass ich etwas sentimental bin. Zieh mich an. Ich bin völlig aufgelöst. Nun, du bist etwas harzig. ja, gut, da kommt nichts mehr. Nachdem ich jetzt deine Freunde gerettet habe, wirst du mir helfen?
Okay. Das Gras sagt okay. Auf keinen Fall. Nicht die Bohnen. Zeit für ein weiteres schönes Rätsel. Wir müssen den ersten Punkt finden, den wir anklicken können. Nicht die Bohnen. Dieses Rätsel kann schon mal etwas nervig sein. Nein. Nein. Woanders? Wir müssen den richtigen Hotspot finden. Auf keinen Fall. Da, da. Nein. Auf keinen Fall. Da, da. Nee. Negativ. Auf keinen Fall. Nein. Woanders? Nicht die Bohne. Nein. Mensch, wo müssen wir denn hin? Ja, Moment, da war irgendwo okay. Ja, aham. Ja. Aha, sehr schön. Okay, da ist endlich unser erster Hotspot. Auf keinen Fall. Nein. Ja. Hier schnell mit dem Mauszeiger drüber zu gehen, scheint die beste Möglichkeit zu sein, um dann auf dem Untertitel zu gucken, wann er auf aham oder ja umschwenkt. Wenn wir irgendwo Falsches hinklicken, sind wir natürlich sofort erledigt. Haben wir schon mal gesehen. Ja, da war irgendwo ja, da war irgendwo ja. Ja. Sisi. Ja, etwas weiter unten. Okay, perfekt. Direkt nebenan, okay. Da war's doch eben schon. Ja, da. Jawohl. Okay, haben wir es geschafft. Perfekt. Und wir sind drüben. Puh. Zugegebenermaßen hätten wir das aber nicht geschafft. Hoppla. Tore, du rennst besser ganz schnell, bevor das jemand gesehen hat. Typisch Thorin. Erstmal wieder irgendwas kaputt machen. Das ist auf jeden Fall das Amphitheater, von dem gesprochen wurde, auch wenn das Amphitheater momentan sehr schlecht besetzt aussieht. Sieht nach dem Bühnenhintereingang aus. So, that is it. Ich bin schon weg. Falls mir einer braucht, ich bin wieder in der Bar, wa? Okay. Hier war eine Bar in der Umgebung. Scheinbar. Oh, danke für deinen Stock und deinen Zylinder. Die werden wir garantiert nicht klauen. Ha. Huh. Schick hier. Der Hase ist lustig. Ja, wir sind auf jeden Fall im Amphitheater angekommen. Dann würde ich sagen, ist das mal wieder eine gute Gelegenheit, um schnell einen Speicherstand anzulegen. Hm. Tja, so ein Theater aber auch. Speichern. Also dann, bis zum nächsten Mal, wenn wir einen neuen Bildschirm zu erkunden haben, in dem es endlich mal wieder ein paar Charaktere gibt, mit denen wir uns unterhalten können. In so einem Amphitheater müssen ja mehr als eine Person rumstehen oder ein zitternder Hase. Wir sehen da auch schon eine Hand. Also bis zum nächsten Mal. See ya!